Moin liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge LS19 Hof Bergmann. Heute am Donnerstag, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. So, wir haben es geschafft. Also wenn ich hier recht mit CP arbeiten will, geht gar nichts. Das Ding ist CP feindlich scheinbar. Ich weiß es nicht. Sie muss jetzt mit Helfer laufen. Tut mir leid. Ich weiß, man kann ja auch Dünger reinmachen, aber ich habe keinen Dünger mehr im Hof. Weshalb der ohne Dünger laufen muss. Nein, stopp. Ich muss doch Frucht auswählen noch. So, Roggen. Gut. Roggen wird angesetzt, das finde ich gut. Warum das auch hinkriegt. Wir schicken jetzt ihn hier zum Händler, da kann er sich da einmal eben komplett auffüllen. So, Hof Händler. Oh. Ich bin froh, dass ich kein Reha mit drin habe. Wäre es nicht möglich, für den Gespann da hinten zu fahren. Wäre das Gespann ein bisschen zu klein? Schon meiner Meinung nach. Ach so. Ja, die Hefes kann ich locker hinten reinschmeißen. Konfigurieren als Plattform. Gut, dann. Hoffen, dass die Musik wieder nicht hört. Ich weiß, dass gerade Musik am Hören. Nämlich nicht sehr laut, aber. Alles noch wegräumen heute, diese Ecke hier. Ich bin überlegen, ob ich mal gleich nach der Folge hingehe. Einfach mal eine ganz Palette voll Zeug lade. So. Muss es so gehen. Da ist er, der Sack. Den vielleicht doch einen Hänger laden sollen, damit ich rein die Hefe klatschen können. So ein IBC, so ein Ding da, so ein IBC, der oben offen ist, wäre cool, wo du so alles reinspeisen könntest. So eine Box halt einfach. Mit dann außenrum noch das Plastikgedöns drin ist, also Netzgedönse. Oder eine massenhaft von dem Kram reinwerfen könntest. Oder so, dass du dann zwei, drei Dinge stapeln kannst und dann tragen kannst mit Hand wenigstens. Ich kann den Dünger dreimal gerade vollladen. Ich habe kein Geld mehr dafür. Ich habe kein Geld, um Dünger zu kaufen. Ich glaub's nicht. Okay, wir werden heute doch keine Hefe mehr kaufen. Also, wir noch mehr Hefe kaufen. Ich muss da reinwerfen.
Kann ich mal werfen rein. Bin mal gespannt, wie gut das Brotbacken funktioniert. Sowas finde ich halt irgendwie. Sowas ist im LS noch sinnvoller. Sowas wie Klopapier oder so ist, finde ich, naja. Ist jetzt nicht so geil, wenn ich, so nicht so meine. Also, ich meine, es macht zwar wahrscheinlich Spaß, es macht auf jeden Fall Abwechslung in der LS rein. Aber vom Realismusgrad her nicht so. So, werd voll bitte. Machen noch gerade den letzten. Aufladen können wir noch einen Tick. Irgendwo Big Base können wir eigentlich noch mitnehmen. Das darf man nicht mehr mit. So schön auf die Achse laden. Runter machen. Komm, in echt kannst du die Gitterbox so locker hochdrücken. Drei Gurken gesichert, das hält locker. Davor noch gesichert, so. Gut. Mist, die stehen da, die sind schon mal da drauf. Das passt nicht mehr drauf. Ne, mit nix. Gut, ich schicke nicht gerade mal heim. Viehhandelhof. Dass jetzt noch nicht so weit ist mit dem Dingsen. Nein. Ist noch gar nicht gedüngt. Warte, Kollege, ich muss noch düngen. Achso. Die muss noch gedüngt werden in die Ecke. Gerade hier lassen. Gerade hier drüber fahren. Wir haben ja Pflegeberufung drauf, von da ist das ja nicht so groß und nicht so schlimm. Hier drüber fahren macht das ja gar nicht so viel aus. Ist sich immer im Klaren sein. Pflegebereifung ist das egal, das stört das doch kein. Kann die nächste Bahn nicht viel weitermachen. Der Roggen muss drauf. Auf den Acker. Du fährst vor mit deinem Düngerstreuer, das schon mal betünkt ist. Und Helfer an. Gut. Gut, 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 gut. Machen wir doch die jetzt noch. Heim. Von hier einen Kurs. Ja, Hof. Von hier zum Hof an.
können wir alles ausladen am Hof. Anton ist mit seinem Dünger jetzt eigentlich noch das düngen können, die Wiese düngen können und dann ist er auch bald fertig. Dann können wir vielleicht nächste Folge spulen. Klassischer Baum hier, ich weiß. So, keiner gemerkt, dass wir kurz stehen geblieben sind. Du machst das gut mit dem Ansehen, das klappt. Bin ich zufrieden. Die Beizel laden wir dann morgen ab. Wenn wir es jetzt machen würden, wäre es halt morgen wenigstens fertig. Ein Argument, wenn wir das jetzt machen, ist morgen fertig. Speichern. Händler unterstrich. Dann machen wir nachher noch schnell. Also nächste Folge machen wir dann das hier abladen alles. Wir laden jetzt gerade noch die Sachen hier für die Bäckerei ab. Hefe können wir eigentlich, ich denke mal, hier hinlegen in die Regale. Ah, sogar ein Lager für Hefe scheinbar. Extra ein Lager für Hefe und hier hinten kann ich dann. Hier drüben ist wahrscheinlich für diese anderen Dinger. Aha. Guck mal. Alles ein Lager hier. Extra schön Performance sparend ist. Wie viel kommt eigentlich hinten raus? Nachher ein Teigling? Oh, 10 Teiglinge, krass. Können wir eigentlich hingehen und können das hier nehmen. Wenn wir so viel Hefe lagern können, dann können wir tausende Hefepakete, 100 Hefepakete kaufen. Wenn ihr Bäcker, Leute, wir werden einfach Bäcker. Wisst ihr was? Wofür sollen wir hingehen und sollen Feldarbeit machen? Wir werden einfach Bäcker und so Sachen. Das hast du einfach jetzt nicht genommen, Ablan. Ich hoffe, wir müssen jetzt noch ordentlich ein bisschen probieren zu stapeln und fluchen da rum und so, aber. So? Ich hätte nicht mitgerechnet, ehrlich zu sein. Screenshot machen vom Ansehen. Ich kann Screenshots für die Folgen. Thumbnails, das hasse ich immer, wenn ich keine Thumbnails machen kann. Nochmal langsam. Screenshot davon. Nicht gut so. So. Aber ich würde sagen, wir können melken, Leute. Wir können melken. Ist es zu glauben? Wir können melken. So, also, folgendermaßen steckt ihr ein. Davon rausgefunden durch Testen. Enter. Dann könnt ihr sagen, wir melken. Guck, jetzt ist hier eine Kühe hier. Und werden gemolken. Und jetzt mit R einfach starten. Also für alle gemolken. Guck mal hier. E. Abschalten, ausmachen, fertig. So. 500 Liter Milch im Lager. Krass. Nicht wahr? Mal gucken, wie viel Liter Milch brauchen wir für einen Laib Käse? Also, wenn der voll ist, kommen da 7 Käse raus. Ich weiß nicht, wie viel da reingeht. Keine Ahnung. Egal, wisst ihr.
Wofür soll man jetzt einen Käse herstellen? Das ist auch nicht so wichtig. Futter haben sie noch genug. Die Kühe, brauchen sie noch was. Wasser könnte man noch fahren. Haben wir fast voll Wasser holen gerade. Ich weiß, wir sind fertig. Eigentlich sind wir ja fertig, aber komm. Und fast Wasser schadet nie. So, drehen hier. So, knapp mit der Schaufel, aber passt. Vielleicht haben wir morgen noch gerne können morgen ein paar mehr Kühe kaufen. Mein Ziel wäre so 100 Kühe, die Stall reinzustecken. Haben wir eigentlich auch, gehört uns eigentlich auch die Kuhweide hier? Hier ganz auch, also können wir ein paar Kühe auf die Kuhweide sogar lassen eigentlich. Flug uns noch gewalt. Muss noch gewaschen werden, dann haben wir alles. So. Der Feld mit Ansehen ist, muss noch angesät werden. Kann ja mit Köstle nochmal anfangen, gerade rüber zu düngen, als das Feld fertig. Wir hoffen, dass da ganz, ganz viel Roggen runterkommt. Na, vielleicht schon. Okay, also schade. Also ich mal gucken, was die Pass von Feld 11 kostet. Ich sehe mal, auch schon die 5 Cosplay kosten oder Helfer kosten. Ach, keine Ahnung. Wasser. Ist fertig. Noch auf, noch wegfahren. Noch Wasser hinfahren, dann haben wir fertig für heute. So, liebe Leute, aber ich würde sagen, dass den Helfer jetzt gleich noch fertig ansehen und so, das mache ich noch. Und dann sind wir fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne beim nächsten Mal vorbei, da werden wir dann. Ja, was werden wir da machen? Da werden wir dann vermutlich noch fertig düngen und spulen. Und dann können wir am nächsten Tag hoffentlich Roggen ernten. So. So, das war's dann für heute. Macht's gut, bis dann. Und Abo nicht vergessen. Ciao!